Hallo zusammen und willkommen zurück bei Valheim. So, in der letzten Folge haben wir uns ja auf die Suche nach einem neuen Sumpfgebiet begeben und sind hier gelandet. Da vorne ist ein kleines Sumpfgebiet, aber ich glaube, da gibt es nichts weiteres und wir müssten hier durch die Ebenen, wo auch diese Tiere hier stehen. Ich wüsste gern, was das ist. Oh, was liegt hier denn rum? Okay. Mal eben 8 Hirschfälle und 8 Fleisch. Ja, das nehme ich doch gerne mit. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ich beschwere mich nicht. Die da sehen interessant aus. Ich weiß nur nicht, ob die böse sind oder nicht. Naja, auf jeden Fall ist da ein kleines Sumpfgebiet. Da haben wir schon mal einen kleinen Abstecher hingemacht, letzte Folge. Aber ich traue dem Ganzen nicht. Und hier vorne ist halt noch ein größeres Sumpfgebiet. Und ich denke, das gucken wir uns heute mal an. Weil wir wollen ja immer noch herausfinden, wofür dieser sumpfige Schlüssel gut ist. Ich bin auch ein bisschen vorbereitet gekommen. Ich habe den Giftwiderstand, ich habe hier das Gesundheitsmed und ich hoffe, dass es diesmal ohne größere Zwischenfälle über die Bühne geht hier. Wir werden es sehen. Komm her, rein da und wir erkunden das Ganze. Schmeißen wir Eigtürmer an, kann nie schaden. Und bevor ich es wieder vergesse, so haben wir es gleich erledigt. Oh, guck mal, hier haben wir gleich einen. Da kommt noch einer. Oh, und noch einer von hinten. Ich sag gerade noch, dass nichts mehr schief geht und schon kriegst du einen auf die Nase hier, ey. Wieder keine Ausdauer. Ich sollte Ausdauermed mitnehmen. Er ist doch schon ein super Anfang, hä? Läuft. Gut, dass wir dieses Med hier dabei haben. So. Hä? Da hatten wir Unterschlupf? Okay. Ja, unter dem Baum tatsächlich. Komm her, gehen wir erstmal außen rum, gucken, wie groß das ist. Nehmen hier vielleicht diesen Glibbersack mit, wenn ich da dran komme. Komme ich nicht dran? Oder kann ich den Baum fällen? Nee. Ach komm, ist egal. Wir brauchen eh keine grüne Farbe oder irgendwas, also von daher. Aber das scheint auch nicht so groß zu sein, ne? Ich glaube, da vorne sehe ich schon das Meer. Das hat sich gerade so angehört, als wäre es von hier gekommen. Das sind Pilze, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Hallo. Da vorne sind noch so Glibberdinger. Ist da vorne ein Feuer? Jo, tatsächlich. Was ist das denn? Jo, guck dir das mal an. Ach du Scheiße, die laufen rum. Will ich die wirklich bekämpfen? Ich weiß es noch nicht so genau. Oh Mann, die Sumpfgebiete. Immer für eine Überraschung gut, hä? Wir laufen erstmal hier weiter, auf jeden Fall. Das da vorne ist mir nicht ganz geheuer. Oh, das scheint doch groß zu sein. Guck mal da drüben. Oh nein, jetzt wird es auch noch dunkel. Das ist natürlich richtig scheiße. Da oben haben schon die ersten grünen Augen gelauert. Also das Sumpfgebiet ist echt unheimlich. Aber das hier scheint schon ein bisschen größer zu sein, oder?
Was ist das? Dem traue ich auch nicht so ganz. Alter, guck mal, was fliegt da rum? Seht ihr das da oben? Ich habe hier ein ganz blödes Gefühl. Ich habe hier ein ganz, ganz blödes Gefühl bei diesem Gebiet. Hä? Oh, der teilt sich. In die Blobs. Okay. So, erste Blob down. Nice. Ja, natürlich. Voll daneben. So, erwischt. Guck mal. Was fliegt da rum? Viel zu hoch. Oh Mann. Wisst ihr was? Ich warte hier mal kurz, bis der Tag wieder anbricht. Dann habe ich ein bisschen mehr Ruhe. So, da ist der Tag auch schon wieder angebrochen. Ich bin jetzt nicht viel weiter gelaufen. Eine kurze Pause gemacht. Aber jetzt können wir loslegen. Wir sind hier im Dunkelwald. Wir gehen jetzt kurz den Berg runter. Genau. Achtung. Vorsicht. Perfekt. So. Und jetzt geht's ab in den Sumpf. Ich bin echt gespannt, was mich da erwartet. Um ehrlich zu sein, ich habe ein saublödes Gefühl. Nach diesem Viech, was da durch die Gegend geschwebt ist, geflogen ist und alles. Und dann hatten wir dann noch diese brennenden Typen oder was das war. Keine Ahnung. Ich habe ein saublödes Gefühl. Da denkst du, man kommt gut. Da denkt man, man kommt gut vorbereitet. Und dann war es wieder nix. Guck mal, wie groß das Gebiet ist. Ist hier jetzt Ende? Nee, guck mal, da hinten immer noch. Oh, was haben wir hier? Eine kleine Hütte. Boah, da hinten. Ey, guckt euch das mal an. Hier ist alles voll mit Sumpf. Mega geil, da hinten auch noch. Also, mir gefällt's hier. Und ich glaube, wir lassen das Portal hier. Und bringen es vielleicht... Oh, guck mal, da ist eine Kiste drunter. Und bringen es vielleicht noch ein bisschen näher an das Gebiet. Nice. Nehmen wir natürlich mit. Guckt euch das mal an. Ich glaube, hier muss ich auch mit dem Boot hin, um da drüben hinzukommen. Da muss ich mein Schiff holen. Aber da kommen wir auf jeden Fall hin. Ja, da brauchen wir nichts machen. Mehr Sumpf oder so. Also eine Markierung mit mehr Sumpf. Den werden wir auf jeden Fall sehen. Guck mal, da ist noch ein Turm. Da ist ein Blob. Was ist das für eine Pflanze da? Das tut mir leid, aber das muss ich mir mal kurz angucken. Das ist alles komplett neu für mich. Hier, guck mal. Rübensamen. Ach nee, was ein Zufall. Wie geil. Ich bin nämlich gerade dabei, so, das habe ich, also off-camera gemacht, so nebenbei. Schon mal wieder an meiner Basis den Boden einzuebnen, damit wir da eine kleine Farm bauen können.
Ja, das passt sich ja. Dann haben wir jetzt Karotten und Rüben. Sehr geil. Das gibt bestimmt auch wieder ein neues Rezept. Da können wir bestimmt wieder irgendwas kochen. Komm, ich habe euch gehört. Hier scheinen noch Bienen zu sein. Hört er das? Ja, und da ist wieder so ein Spawn-Ding, hä? Oh, was ist das? Hallo? Was war das? Alter, Giftwiderstand. Kam da so ein Blob rein oder was? Falscher Knopf, Alter. Treffe ich gerade diesen Knochenhaufen oder was? Ja, nice. Okay, weißt du was? Oh, shit. Bevor wir hier drauf gehen, lassen wir es einfach gut sein. Das war jetzt eine komplett sinnlose Aktion. Oh, ich kann das nicht zu mir nehmen gerade. Scheiße. Vielleicht komme ich über den Baum dahin. Keine Experimente mehr. Sagt er und rennt in den Turm. Ah, da ist eine Kiste. Nice. Wieder Gift. Was ist das? Neues Material, verwitterter Knochen. Ach nee, das brauche ich nicht. Komm, weg mit dem Glibber. Marmelade, Fleisch. Perfekte Kombination. Au. Ah, hier geht's raus. Perfekt. Okay, jetzt müssen wir nur gucken, wie es da rumgeht. Giftwiderstand haben wir noch. Ist hier was im Wasser? Oh Mann, das ist so spannend. Das ist der Sache, den Glibber, den habe ich gerade weggeworfen. Brauchen wir nicht. Zur Not schmeißen wir den Schlamm weg. Ja, den will ich nicht haben. Damit kann ich im Moment nichts anfangen. Guck mal, ey, hier müssen wir unbedingt mit dem Schiff hin. Hi. Ich hab dich da gesehen unter Wasser. Hey. Aua. So, haben wir den auch erwischt. Weißt du was, wir nehmen nochmal kurz Eiktür. Ziehen uns so einen alten Pilz rein.
Und nochmal einen von den Tränken. Oh ja, das war gerade. Huh. Alter, das war knapp. Wo kam der denn her? Meine Güte. Guck mal, hier liegt das andere Zeug. Kann ich das mitnehmen? Jo, nice. Die leckeren Würstchen lassen wir doch nicht liegen. Alter Baum. Ja, ich bin mal gespannt, wofür wir dieses Geisterholz da später brauchen. Okay, hier oben hat das jetzt aufgehört, das Sumpfgebiet. Aber wir wissen ja, dass es da hinten gleich wieder weitergeht. Na, hier ist jetzt so ein Stück Dunkelwald, so sieht es auf jeden Fall aus. Da sind ein paar Bären, die brauche ich jetzt aber nicht. Guck mal, hier sind noch mehr Rüben. Und von den Kollegen. Oh, sogar ganz schön viele. Zum Glück halten die nicht viel aus. Haben mich jetzt aber natürlich auch vergiftet. Aber diese Glibbersäcke da, die sind ganz cool. Ich habe gerade geguckt, was da drüben liegt, aber das scheint einfach nur ein Stein zu sein, ne? Guck mal, jetzt sind wir da vorne bei dem Feuer. Brauche ich nicht. Scheiße, Mann. Guckt euch das mal an. Hat er mich bemerkt? Oh, oh. Ja, er hat mich bemerkt. Zurtling, was geht hier denn ab? Okay, ey, der hat aber guten Pfeil gefressen und ist fast tot. Nice, einen haben wir. Okay, ich glaube, ich hatte ein bisschen zu viel Panik. Ey, guck mal, die lassen Surtlingkerne und Kohle fallen. Warte mal. Komm, Knochen können wir immer und überall farmen. Jetzt habe ich Kohle aufgehoben. Ja, was können wir noch wegwerfen? Davon haben wir bald auch genug, weil wir eine Schweinezucht aufbauen. Was ist das? Oh Mann. Ja. Warte mal, so langsam wird's ein bisschen viel. Gut. Okay, jetzt haben wir endlich wieder Licht. So, pass mal auf. Okay. Komm her. Haut drauf, genau daneben, sehr schön. Oh, meine Güte, ey.
Wenn die treffen, tut's weh. Okay, cool. Ja, sehr schön. Dann haben wir das doch überstanden. Aber guck mal, da vorne ist auch wieder so ein Drauger-Ding. So ein Drauger-Spawn. Da sollten wir vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Okay, ich habe mal kurz einen Screenshot gemacht. Die Flammi hier, das sieht echt cool aus. Das habe ich vorher auch nicht gesehen, noch nie gesehen. Aber pass mal auf, jetzt haben wir hier vorne wieder so ein Drauger-Dings vor uns. Kriege ich das wohl mit dem Bogen platt? So, jetzt bitte kurz einmal rennen. Ich habe nämlich keine Pfeile mehr. Nice. Gut. Die beiden haben wir erledigt. Was ist, bist du? Ach, Schlamm, nee. Okay. So, pass auf, schaffen wir's. Nice. Ich weiß gar nicht, warum ich mich beim ersten Mal so schwer damit getan habe. Oh, da ist noch einer. Okay, ja, es fällt mir wieder ein. Oh, natürlich, ey. Warum bin ich denn ständig, wie heißt das? Warum hatte ich denn auf einmal null Ausdauer? Okay, okay, okay. Yes, ich hab's. Ich bin gerade nämlich nochmal draufgegangen. Siehst du? Weil ich zu viel mit mir rumgeschleppt hab. Nein, bitte nicht nochmal. Nichts wie weg jetzt, nichts wie weg. Ich hab mein Zeug wieder. Achtung, Vorsicht. Das ist ein Notfall. Lass mich bloß in Ruhe, ihr Pappnasen, ey. So, zack, zack. Wo ist die Rüstung? Rüstung, Rüstung. Huh, sie schießen auf mich. Steck dich hinter Baum. Gut. So, jetzt bist du dran, du kleiner Arsch, du. Oh nein. Oh nein. Ihr dürft kämpfen. Ich muss erst mal was essen. Warte mal. Ah. Ich habe nicht das Fleisch genommen. So. Jetzt aber, Leute. Naja, wir probieren es einfach. Was soll schon passieren? Nice. Jetzt muss ich aber weg. Schnell hier hinter die Bäume.
Okay, ich sehe, was das... Oh, ich sehe, was das Problem ist. Ich block zu viel. Und das zieht mir die Energie raus. Beziehungsweise die Ausdauer. Oh, Scheiße. Lauf doch bitte weiter. Ich kann im Moment auch noch keinen Trank nehmen. Nein, das gibt's doch nicht. Ah. Ich bin so unglücklich in diesem Spiel, ehrlich. Guck, da ist dieser Skelett-Spawn. Das hier vorne hatten wir jetzt, ne? Du kleines Arschidiot. So, jetzt habe ich euch aber... Endlich! Ach, mein Gott, ey. Was könnte man hier in die Kiste legen? Eisenpfeil. Oh, ich hab gedacht, das wäre... Komm her, du gehst mal weg. Ich hab gedacht, Ich habe gedacht, das wäre wieder so ein Steinpfeil. War es anscheinend nicht. Okay. Aber das hier ist doch echt mal wieder ein interessantes Gebiet. So, diese Spawns sind wir los. Scheiße, mein Umhang ist kaputt, hä? Okay, jetzt will ich hier aber auch weg. Ich habe echt keine Lust mehr. Natürlich hat der mich jetzt auch wieder getroffen. So. Geht doch. Ach du Scheiße, wie viele sind das denn, Mann? Die sehen super furchteinflößend aus. Aber irgendwie haben die doch nicht so viel Energie, ne? Und sie lassen viel, viel nützliches Zeug droppen. Fallen. Oder wie auch immer. So. Jetzt auch noch kurz. Steht hier hinten vielleicht auch noch eine Truhe? Nee. Okay. Meine Güte, das hier ist ein riesiges Sumpfgebiet. Wir sind noch lange nicht durch und ich bin gespannt, was wir hier noch finden. Aber für heute...
Sammeln wir erstmal noch dieses Ding hier ein. Zutling-Trophäe. Ah. Oh ja, die brauche ich, Mann. Die haben wir noch nicht. Sammeln wir erstmal das Ding noch ein. Wir machen hier eine kurze Pause. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge erkunden wir den Sumpf weiter. Und hoffen, dass wir endlich rausfinden, wofür dieser olle Schlüssel hier gut ist. Und bis dahin würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte ein Like und einen Kommentar da. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr weiter, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.